Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu endlich der brechenden Folge. Ich denke, der ein oder andere hat bestimmt schon gedacht, es geht hier, ist einfach so zu Ende. Nein, es ist nicht einfach so zu Ende. Ich war mega krank. Ich weiß auch nicht, also sonst, ich war irgendwie ein, zwei Jahre nicht krank und jetzt mit mal so kurz hintereinander und auch so lange. Boah. Es ist. Aber wie ihr seht, wir sind noch an der gleichen Stelle. Und selbe Stelle, selbe Welle. Erstmal, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch das anschaut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein klasse Weihnachten gehabt. Mein Weihnachten war sehr gut. Ja. Ich wollte Weihnachten viel, viel mehr machen, aber Gott sei Dank ist der Urlaub noch nicht zu Ende. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht das eine oder andere doch noch schaffen. Ne, das eine oder andere wollen wir eben doch noch schaffen. Das wäre geil. Aber ist schon, also es tut mir in der Seele weh, dass so lange nichts kam. Es tut mir furchtbar leid. Tatsächlich. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt endlich den Absturz schaffe. Station hier ist ohne Ende. Ja, solange das erstmal nicht vorkommt, würde ich fast auch sagen, es kommt jeden zweiten Tag leider in der Folge, weil ich einfach jeden Tag, ich habe es mir so oft vorgenommen und nie geschafft. Ja. Und ja, deswegen will ich das auch einfach nicht mehr sagen. Ziel ist es jetzt trotzdem noch, aber so wie ich es schaffe. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe ja auch in allen anderen nichts gebracht. Ne? Station Years hat da tatsächlich auch ein bisschen Priorität. Ne? Das passt schon so. Gut. Ja, Kälteraum. Kälteraum ist kalt. Minus 10,7. Achso, wir haben ja so viel Mols Wasser verloren. Warum blinkt hier eigentlich was? Wir müssen mal gucken, dass wir noch feinste Speisen zu uns nehmen. Hunger, Caution. Wir haben 8% Reispudding gegessen und trotzdem sind wir noch gecautioned. Aber ist nicht so schlimm, wenn wir was haben, denn es ist ja Essen. So, wir wollen nicht mal das gleiche essen. Wir essen jetzt Corn Soup. Nom, 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 nom. Ich höre mich vielleicht noch ein bisschen crankly an. Versuche das natürlich zu unterdrücken. Sieht's mir nicht so übel. Jo. Geht auf jeden Fall straff weiter. Ja, ich freue mich, dass auch viele Leute den Weg tatsächlich zu diesem Kanal finden. Es ist mega, super, hyper geil. Ich muss mich jetzt kurz sammeln. Wir haben hier einen fetten, geilen Eisraum gebaut. So, dieser fette, geile Eisraum, der braucht ein bisschen Steuerung. Mittels dieser Turbopumpe und dem One Chill. So, das haben wir beim letzten Mal fertig gemacht. Was ist das hier? Ach so, das ist noch der schlechte. Das hier ist der gute. 307 kPa. Jetzt geht die Temperatur runter. Wann sind eigentlich Minusgrade erreicht? Bei 273, ne? Genau, ich habe mich schon gewundert, warum die Temperatur, Quatsch, der Druck hochgeht. Sind bei 36 Grad. 36 Grad und es wird noch heißer. Integrated, so Kühlmatrix 2, Kühlmatrix 1. Ja, Kühlmatrix soll das da hinten sein. So, gut. Da haben wir jetzt also knackige 20 Grad in der Gerät und es wird noch kälter. Lass uns mal was programmieren. So, lass uns mal ein Housing bauen. Housing bauen.
Prinzipiell müssen wir eigentlich nur das machen, was wir von der Kühlmatrix eben auch gemacht haben. Stellen die Temperatur ein, die wir haben wollen. Stellen die Temperatur ein, wann er regeln soll. Und dann ist es easy. So. Die Prioritäten, die sind eigentlich festgesetzt. Ne? So, und Circuit noch dabei, Electrum dabei. Electrum ist schon wieder alle, Think Big mäßig, 100 da mal rein. Mann ey, eigentlich wollte ich es ja unterdrücken, ne? Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann es nicht ändern. Mach mal bitte nach einem Schluss. Dann kann ich das jetzt hier schon anbauen. Zack. Fertig. Wir hatten alles vorbereitet. Der braucht wirklich lange, ne? Ich habe jetzt einen Ohrwurm und ihr auch vielleicht ein bisschen Pech und jetzt habt ihr abgeschaltet wegen, damit es nicht schlimmer wird. So, Raumtemperatur. So, also Prioritäten. Prioritäten sind wie folgt. Die Raumtemperatur von der Eiskammer ist Priorität 1.0. Danach kommt die Priorität. Oh, das wäre geil, wenn wir hier uns noch die Temperatur anzeigen könnten von unten. Ne, wie gerade der Kühlstand ist. Na gut, wir müssen uns nur umdrehen. Da minus 11,8. Letztendlich ist die Temperatur in der gesamten Halle, Produktionskomplex, whatever, ist egal. Es ist einfach wurscht. B-O-C-K, wurscht. Ne? Das ist ganz einfach so. Ja. Das ist wirklich egal. Denn der Eisraum muss kalt sein. Moment. Checkity, check, check. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, denn der muss Minusgrade haben hier, der Kollege. Den halten wir auf minus 10. Wenn wir den auf minus 10 halten wollen, müssten wir die Temperaturen von den Kühlmatrixen weiter runterfahren. Das heißt, im Klartext. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse. So, Kühlmatrix 1. Import, Import, Import. Edit. So, 273.15. 27, ach so, und dann kann ich hier so. Kühlgas 1 darf nicht erst bei minus 10. Sondern erst minus 21. 22. So, confirm, export, export. So, die Kühlmatrix 2. Import, import. Edit, edit. Demzufolge erst bei 23 und bei 24. Export, Export.
Wie kommen wieder runter, runter, runter? Wie kommen wieder runter? Da, 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 da. So. Edith. So. Kühlgas. Raum 1. Raum Kühlgas 1. Hashtag Raumtemperatur. Hä? Temperatur, hä? So, und das ist Hashtag Kühlkammer. Kühlkammer. Eigentlich ja umgekehrt. Raumtemperatur. Und das ist die Kühlkammer. So, und der macht minus 11, minus 12. So, so hätte ich das gerne. So. Jetzt muss ich mir kurz die Aliase nochmal anschauen. Achso. Enna und TV und Enna und TV. Enna Kühl. Confirm. Export, Export. So. Das heißt, wir lassen die kurz laufen, laufen, laufen. Und jetzt hat er die ganzen Dinge. So, wie heißt der Schmock? Pipe Analyzer heißt der. Das ist ja toll. Enna. Raumtemp. DV Raumtemp. So, und dit ist hier DV Eisraum und Enna Eisraum. So. So. Genau, er ist rum. So, hier haben wir DV. DV ist rum. Na, Raumtemp. DV-Raumtemp gibt es ja, also muss es auch Anna. Gibt es den Anna nicht? Ist er nicht angeschlossen? Angeschlossen sein. Den DV gibt, den gibt es auch den. Wie heißt du? Anna Raumtemp. Wenn er den findet, der muss auch den anderen finden. Bin ich blind oder was? Ach so, da hinten ist er. Er hat die Umstrukturierung noch nicht. Und der andere ist noch bei dem. Die DV. Aber der hat sich auch noch nicht einsortiert, weil ich die zu spät unbeschriftet habe. So, DV Ausraum. DV Raumtemp. So, Anna Kühl. Anna Kühlmittel. So, Löb Deluxe. So,
ist an. Edith. Eine klitzekleine Sache noch. Der hier muss bei minus 10 liegen. Ja, das ist wichtig. Sonst, und so, ne, wisst ihr. So, 261 ist definitiv unter. So, jetzt haben wir eine automatische Kühlung. Automatisch. Ja, kleine Macke ist auch wieder, ist immer noch da, ne? Obwohl ich, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das ärgert, dass ich jetzt 3 oder 4 Tage keine Folge mehr droppen konnte für euch. Und es ärgert mich einfach nur, ne? Und ich mache das ja hier auch sehr, sehr gerne. Und ich spiele auch sehr, sehr gerne Stationeers. Und, ach, naja. Ich hoffe, meine Lieben, dass es ihr mir nicht nachseht. So. Ja. Gerade über Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit, YouTube zu schauen. So, das Housing dürfte doch schneller gehen. So, kommen wir da eigentlich umhin? Nein! Ach, das war schön. Dankeschön. So. Ach so, hier ist ja die Steuerung extern. Da fehlt noch eine Wand, da fehlt noch eine Wand, da fehlt noch Decke. Ach, der Punkt jetzt hoch. Ah, ist ja cool. Geh die Steuerung voll an, ey. Aber volles Ballett, ey. So. Wir brauchen die Steuerung. Wir bauen die Steuerung gleich hier vorne hin. Ach ja. Mein ganz persönlicher Knall. So, wie nennen wir den? So, wir haben folgende Geschichte. Wir haben hier eine separate Steuerung. So, und zwar müssen wir hier nochmal raus und Sensor holen. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. So, jetzt wird der ganze Kram da reingepumpt. Und dann machen wir Raumdruck und Raumtemperaturüberwachung und Gerätschaften und so. So, was wollten wir denn eigentlich? Wir wollten Raumsensoren. Ich bin da. Ah, wie schön. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelhäuschen stiehlt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich hier lecker Wasser habe. Ein Alkohol.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Humpelhäuschen stiehlt. So, Leute. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir immer wieder eine Ehre, euch was bauen zu dürfen. So, GS Eisraum. GS Eisraum. So. TP. Eisraum. Raumdruck. Schon schick. Schon schick. So. Edit. Oh Mann, ich hab ne Macke. Alias. G Sensor. Raumsensor. Kit Gas Sensor. Nicht Kit Sensor, Gas Sensor. So, den Raumsensor. Wie fein. Als Crusher. Ice Crusher. Goodbye to clip yet. So, was haben wir noch? Define. TP Raumdruck. Turbo. So, was haben wir noch? Worauf muss er reagieren? Die Fein. Silo. SDB. SDB-Silo. So. Gut. Start. So. Alias R0 gleich R temp R0. So, alias R Druck R1. Aber wir lassen das erstmal so hingestellt. Load Batch. In R. Temp. Aus Raumsensor. Temperatur. So.
Load Batch. Druck. Raumsensor. Pressure. So. So. Set greater than. R. Temp. R. Temp. Oh. Minus 5. Set less than. Zoom. At L temp. L temp 273.15. Set batch Silo nachgucken. Open. 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 Airtemp. Folgende Gedanke. Wir laden erstmal den Befehl rein, rechnen um von Kelvin auf Grad Celsius. Ist die Temperatur kleiner minus 5 Grad, also minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 und so weiter, dann bitte das Silo öffnen, damit das Eis entladen wird. Sollte das nicht der Fall sein, das Silo bitte schließen. So. Ne? Das ist die Geschichte. Silo-Stopp nennen wir das. Wir machen Silo-Stopp Doppelpunkt. So. Da 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 da. Ich will das noch ein bisschen anders gestalten. Jump. Ah. Nee. Silo stopp. Ne? So. So. So, Silo stopp. Jetzt machen wir Raumdruck. Raumdruck, Doppelpunkt. Raumdruck, Raumdruck. So. Branch greater than. Air. Druck. Größer. Ja, was denn? Größer 105. Druck hoch.
Branch less than. Ja. Druck. Ja. Also hier Mindestraumdruck. 80. Jump. Start. So. Druck runter. Druck hoch. So. Set. TP Raumdruck. On. 1. Set TP Raumdruck on 0. Set TP Raumdruck Mode 0. Mode 1. Jump Start. Jump Start. Müsste eigentlich gewesen sein, wa? Confirm den ganzen Quatsch. Export, Export, Export. An die Scheiße. Müsste gleich gehen. Add Line 25. Set Batch. Batch. Batch, Batch. Branch greater than, Airdruck, Druck runter. Wie gesagt, 25 ist ein Problem. Dann müsste aber Druck hoch. Less than Druck hoch. Branch greater than, Druck runter. Confirm. Welcher Raumdruck ist denn gemeint? So, hier oben, Set DB Setting Air Temp, Confirm, Export, Export. Hydration critical. So, also 58, aber der ist hier auch angesteuert, ne? Das ist das Problem. Also muss ich die erste Schraube belegen. Wie heißt du? GGS Eisraum. GS Eisraum. Edit. Und zwar
Wird das jetzt kein Load Batch mehr und auch keine Summe? Set? So, sondern, und das wird hier kein Define mehr, das wird jetzt tatsächlich Alias D0. Alias Raumsensor D0. Richtig? Richtig. Und das ist denn hier demzufolge auch kein Load Batch mehr. Weil die Temperatur wird ja genauso gemacht. Export, Export. So, das heißt, 535. Load Airdruck. Immer Pressure, einmal Druck. Ja. Temp. Ja. Druck. Confirm. Export, Export. So, das ist jetzt ...70. Das passt. Und hier ist es weder ein Add, sondern ein Sub. Weil deswegen hat das hier nicht gepasst. Gleich zwei Fehler drin. So. Confirm, Export, Export. So, hier müssten jetzt da die minus 11 sein, die sowieso. Lass die Pumpe pumpen. So, das heißt, er ist offen. So, haben wir das hier, glaube ich, drinnen erledigt. So. Also. Können wir hier eigentlich den Boden reinmachen? Wir machen hier mal so einen Boden rein, einfach weil ich ihn über habe. Ist ja auch ein Eisraum. Ja, vielleicht gefällt mir das auch nicht. Dann reiß ich das runter. So, 79 Kilopascal. Oh! Set batch. Confirm. Good. Haben wir jetzt alles endlich kontrolliert. So, minus 10 Grad, 83, es passt. Automatische Raumtemperatur ist fertig. Und hier kommt zwar jedes Mal ein bisschen Wärme rein und so, aber
Es ist, wie das ist. Ne, jetzt wird quasi... Genau. Lass uns das nochmal testen. Lass uns das nochmal testen. Ja, jetzt fällt hier die Raumtemperatur schon ab. Aber letztendlich, wenn die Temperatur aufgeht, bringen wir da jetzt 13 Grad mit rein. Aber ist nicht so schlimm. Die automatische Kühlung wird schon machen. Ansonsten funktioniert unser Eisraum. Das heißt, dort kann schon mal produziert werden. Und das ist das, was wir wollen. So. Die Temperatur wird überwacht. So. So, er ist aus. Er ist an, aus, an, aus, an, aus. Also es wird ein bisschen dauern. Genau. Immer mal wieder. So. Die Raumtemperatur, die kühlt. Die ist quasi am Machen tun. Das ist also auch sehr, 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 sehr gut. Ja. Der kühlt so vor sich hin. Schaltet sich halt automatisch auch ab. Das ist mehr als sehr gut alles, würde ich sagen. Da, 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 da. Trink mal einen Schluck, mein kleiner Freund. Zack. Gut. Haben wir das. So, das Gas kühlt weiter runter. Moment mal. Ja, haben wir doch schon ordentlich was geschafft. So, gut. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben 312 Grad. Der 110er, der juckt ja nicht. Der ist scheißegal. Wir haben 2 Grad. Wir haben 19,9 Grad. Wir haben 312,2 Grad. Als Temperatur. Jetzt frage ich mich natürlich, sind wir dabei schon wieder am Sinken? Nee, sind wir noch nicht. Wir arbeiten dran, da runter zu kommen. Allerdings ist die Raumtemperierung hier oder die Raumtemperatur immer noch am Machen. Ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe. Ich glaube 20 Grad, 200. Ich habe da das falsch eingestellt, ne? Und zwar habe ich den noch gar nicht eingestellt. Genau, 20 Grad habe ich eingestellt. Ich hätte gerne angenehme 22 Grad. 20 Grad, Junge! Verstehst du? Confirm. Export, Export. Das heißt im Klartext natürlich, dass er ja auch irgendwann flackern wird. Also 22 Grad werden wir vermutlich nie erreicht, müsste man eine klitzekleine Hysterese inbauen. Ich muss mir mal ein bisschen Spanner hinsetzen. So, ne, weil er ist ja immer ein bisschen kälter als der Raum selber. So. Heißt, er hat jetzt 20, 3, 6, 26, ne, er hat genau die Temperatur. 26 Grad. 0,4, ja, durch unsere ganze Spritzerei hier haben wir ein bisschen Pollution in der Luft, aber ist noch okay. Dafür machen wir das. Klick. Ich liebe so diese kleinen Dinge. Ich wollte gerade meine Flasche entleeren. Di.
Ja, Leech. Bei 24 Grad müsste der denn anfangen, runter zu kühlen. Ich finde das ja herrlich. So. Projekt Rakete muss weitergehen. Projekt Rakete. Projekt Rakete war noch 27 Trillionen Trilliarden Schutz bauen. Das wiederum war Eisen haben. Das wiederum heißt. In den Himmel, Kollege! Eigentlich könnten wir hier das schon ausmachen, haben wir schon. Und. So. Abriss ist angesagt. Abriss, Abriss. Den werde ich vorübergehend noch stehen lassen. Den werde ich vorübergehend noch stehen lassen. So. Ich blicke ihn jetzt mal weg. Hey. So. So. Weiter im Deck. So. Irgendwann muss ich es ja machen, ne? Das ist ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Irgendwann komme ich in die Verlegenheit, ihn leer machen zu müssen. Aber bitte nicht komplett jetzt. Denn ich will nicht. Ich will eigentlich nur das Eisen haben. Das ist so. Und der Rest, der hier liegt, der ist eigentlich Ausschuss. Also nicht Ausschuss im Sinne von Müll, sondern Ausschuss im Sinne von wollen wir jetzt gerade nicht haben. Weil können wir jetzt nicht gebrauchen, ist jetzt nutzlose zusätzliche Arbeit. Ich pick hier mal ein bisschen gezielt rum, ne? Dass ich nicht so oft laufen brauche. Sondern dass ich das wirklich gut es geht rauskriege und damit ich weiß, was ich habe. So, jetzt picken wir mal ein bisschen auf Kupfer noch rum. So, pick, 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 pick. Und voll sind wir. So. No, bald müssen wir nie wieder Uran sortieren. Nie wieder. So, ist hier was drin? Nein. Hey. Zack. 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 Zack.
So. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, das alles zu brennen. Bin ich ehrlich? Zack, zack. Das bringt halt alles mit, ne? Wenn man den noch programmieren könnte, nimm bitte nur Eisen mit, das wäre geil. Ich glaube, das geht nicht. So, Lead. Lead. Ich bin gleich Kohle und Lead als 1. Weil jetzt, ja, dicht beieinander ist es nicht. Es ist schon noch eindeutig zu unterscheiden, weil das andere glänzt, das andere nicht. Aber letztendlich müssen wir eher alles wegsortieren. So, Lead schmeißen wir auch weg, komm. Brauchen wir so viel gar nicht. Noch Kohle waren wir ja richtig wie die Großen am Wegräumen. So. Aber letztendlich leben wir wie die Made im Speck. Alles haben wir im Übermaß. Ne, das ist so. Und ja, also wir müssen uns nur noch Gedanken machen, was wollen wir sehen? Oder ne, noch besser wäre es natürlich, wenn ihr mir sagen würdet, mach doch mal dies oder mach das doch mal so oder wie machst du das oder sowas. Das wäre natürlich, das wäre ja insane. Aber das macht ihr ja leider nicht. Und ihr könntet es aber machen. Ihr könnt sagen, hey, Sebulba, bau dies und das. Ne? Weil ich habe keine Ahnung wie und wie sieht deine Lösung dazu aus. Könnte man machen. Und dann würde ich sagen, yo, haben wir noch nicht gebaut. Meine Lösung ist so und so und so und so und so würde ich das machen und so weiter und so fort. Könnt ihr sagen, yo, diesen Lösungsansatz, der ist gut, der ist scheiße. Oder nein, so und so ist es besser. Also wir könnten hier tatsächlich auch fachsimpelmäßig durchstarten. Ja, das ist so. Könnten wir tun. Aber das liegt nur an euch. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, dann jo. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann ja, das muss hier nicht so ein Freestyle-Gelumpe sein. Den zuerst und den nehmen wir auch noch mit. So. Ne, weil momentan baue ich hier so gerade, wie es gerade mir in Kram passt. Ne, aber wir haben letztendlich auf der Venus so ziemlich alles, was wichtig ist, wir haben 22 Grad erreicht. So, jetzt lass uns mal kurz gucken, Leute. Ich würde ja gerne mal noch meine Kälteanlage sehen. Oh, mach so viele. Mach so viel du kannst. So, Raum Temperatur ist on. Immer noch. So, er müsste 23 Grad noch an irgendeiner Stelle. Raum Temperatur Sensor. Ist ja er. Er ist sogar der Raum Temperatur Sensor. So, und 273 sind ja genau 22, sind ja genau ne, 295.15. Wenn wir das jetzt sehen können, könnten, nicht können, wir können sogar sehen. So, und zwar müssen wir hier nur gucken, nicht Prefab Hash. Muss jetzt nur schlau scrollen. Das ist Pressure. Achso, der Temperature ist irgendwo. Ach komm, bist du weit? Ja, genau. So, und jetzt müsst ihr hier Moment. Jetzt geht ihr 295.150. Müsste jetzt theoretisch gleich ausgehen. Ne?
Jetzt haben wir 295,16, 295,15 und klatsch. Krass, ne? Und schon haben wir das. Das wird jetzt natürlich an, aus, an, aus, an, aus. Der müsste sich ein bisschen stabilisiert haben. Und der ist hier fett am Fassgas. Genau. Wir haben jetzt hier von den 312 schon wieder 8 Grad gekühlt. Wir haben also einen Zyklus, sind wir schon wieder am Start gewesen oder zwei. Deswegen ist unsere Kälteanlage eben. Ja. Aber unsere Kälteanlage macht ihren Job. Und zwar zuverlässig und gut. Es wird alles temperiert, es wird alles durchgekühlt, es ist einfach geil und fertig. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Oder? Achso, das ist der Heizfuchs übrigens. Heizen? Ölen. So, 21 Grad. Immer noch eine schöne Temperatur. Über draußen. Wundervolle Raumtemperatur. 21 Grad teilweise. Also wer würde sich über so eine geile Raumtemperatur in der gesamten Riesenbasis beschweren? Das ist ja wohl eine absolut geile Geschichte, oder? Ja, bloß in die Raumfilterung. Boah, geil. Guckt euch das an. Recreate to Alien Mushroom. Wachs und Gedeih. Alienpilze. Wir züchten Alienpilze. Beta Variant. Alien Mushroom. Ach, das war der Alien Mushroom. Flower Power. Flower Power. Dann pflanzen wir das hier auch mal an. Jo. Wir haben Pflanzen ohne Ende. Und wir haben ein wohltemperiertes Rohr, nehme ich mal an, bei 24,8 Grad, was unserer Raumtemperatur sehr ähnelt durch diese Radiatoren hier. Pop, pop, pop. Die machen das schon. Gut. Perfektly. Wir haben keine Pflanzen, wir haben viel automatisiert. Jetzt müssen wir rausgehen und Schutz bauen. Und das ist gut. Ja, Leute. Wir gehen morgen raus, Schutz bauen. Waste Tank, Caution. Warum ist hier der Waste Tank Caution? Das ist ja gar nicht so geil. Aber es ist eben so. Gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich, ja, ich denke mal, ich bin jetzt wieder über dem Berg und dass es morgen wieder eine Folge gibt. Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe euch auch, wenn ihr es nicht getan habt, ne? Ihr wisst ja, Abo und so, ne? Und jo, tschüssi.